Volksfesttage 2016, erster Tag, und ich bin hier mit Florian Vogel, dem künstlerischen Leiter des Kleist-Forums, und stelle ihm direkt ein paar Fragen. Magst du mal kurz die Kamera nehmen? Danke dir. Kleist-Festtage, was bedeutet das für Sie? Also, wir können es erstmal duzen. Ja, also, gerne. Aber für mich bedeutet Kleist-Festtage, natürlich ist es ein Festival, ein großes Festival. Es ehrt einen Dichter, einen verstorbenen Dichter. Das ist erstmal ein bisschen eine trockene Angelegenheit, einen verstorbenen Dichter zu ehren. Kleist-Festtage ist einfach ein großes Experiment, wo wir quasi das Thema Kleist in ganz verschiedenen Variationen spiegeln. Mhm. Das wird also nicht nur um Kleist gehen hier bei den Kleist-Festtagen, sondern wir haben das Thema Shakespeare, Kleist und Co. Und es ist auch nicht nur Shakespeare und Kleist, sondern es werden auch andere Interpreten hier auftauchen. Es wird zum Beispiel Jan Plechkas singt Trio Reiser hier während der Kleist-Festtagen. Thomas Thieme kommt mit Baal. Es geht also im weitesten Sinne um Inspiration, es geht um Variation, es geht um Coverversionen. Und das wollen wir mit diesem diesjährigen Kleist-Festtagen erzählen. Aber damit ist es ja eigentlich gar nicht angestaubt. Also dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß. Auch dem Publikum, kommt vor allen Dingen vorbei, seht es euch bei dem kleistfesttagen.de, seht euch die ganzen Veranstaltungen, die jetzt noch folgen, an. Wir werden euch komplett begleiten. Fast jedes Stück wird gevloggt und geblockt. Und ja, super. Ich freue mich total auf Zugang. Zwei Sachen möchte ich euch echt ganz besonders ans Herz legen. Und zwar, wir machen morgen Poetry Slam, der heißt Dead or Alive, tote Dichter gegen lebendige Dichter. Und ich glaube, das wird ein mega Spaß werden, dieses Format, weil es wirklich komplett, muss natürlich immer improvisiert sein in Slam, aber da treffen echt Leute aufeinander, die haben sich echt auf der Bühne, sind sich auf der Bühne noch nie begegnet, wie zum Beispiel Mathieu Carrière, Dieter Jäger und die Slammer-Crew, die dabei ist. Ich glaube echt, das wird ein Riesenspaß hier werden. Und das zweite echt ein Must-Go ist eigentlich Jan Plechka singt Trio Reiser. Das ist, finde ich, eines der schönsten, berührendsten Konzerte, die ich kenne. Dem Preisträger des diesjährigen Kleist-Preises 2016. Und in der Laudatio wurde gerade gesagt, dass, dass die Jurybegründung dafür hieß, dass Thomas Koek diesen Preis gewonnen hat. In seinen Ideen und Themenreichtum ist das Stück eine anstrengende und lustvolle Herausforderung für den Theaterbetrieb. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wen versuchst du eigentlich zu herauszufordern? Also wen versuchst du da genau zu treffen mit? Na, im besten Fall das Theater aus dem Theater herauszukitzeln wieder, dass es sich aus den vielleicht routinierten Mechaniken des täglichen Betriebs auch sozusagen wieder raustraut in die Unsicherheit, in das Neuland, in unentdeckte Möglichkeiten, die das Theater ja noch begehen kann. Und sind das dann für dich die Dramaturgen oder sind das vor allem die Schauspieler oder die Regisseure, die du kitzeln möchtest? Oder sind das alle kollektiv eigentlich, die an einem Theaterstück dann arbeiten? Also alle, die das lesen, sollten sich davon gekitzelt fühlen. Das fände ich ein Gewinn auf jeder Linie. Okay. Und du machst noch andere Dinge außer Theater. Du hast auch einen Blog. Magst du uns da kurz was zu sagen? Dann können wir es nämlich direkt verlinken. Es gibt einen Blog, wo ich sozusagen einfach meine ganzen Fotografien versuche zu sortieren. Das läuft über die Seite Tote Praktikant, also Tumblr. Und seit einem Monat, denke ich, haben wir jetzt eine Seite mit befreundeten Autorinnen und Autoren ins Leben gerufen, nämlich mit Sandra Gugitsch und Gerhild Steinbuch.
Thomas Arzt und Jörg Albrecht. Die Seite heißt Nazis und Goldmund. Und da versuchen wir sozusagen uns mit dem, ja, mit der Besetzung der Sprache durch rechtspopulistische Rhetoriken irgendwie auseinanderzusetzen oder dagegen zu gehen oder die Sprache sich wieder zurückzuholen oder zentrale Begriffe umzuwenden oder zu kritisieren, neu zu besetzen oder genau. Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Du kommst ja aus Oberösterreich und bist dann nach Deutschland gekommen, um hier szenisches Schreiben an der UdK zu lernen. In welchem Teil von Deutschland, in welcher Stadt hat es dir am besten gefallen? Weil du bist jetzt ordentlich rumgekommen. Kannst du dazu was sagen? Genau, ich war in Leipzig, Mannheim, Hamburg, Berlin und es ist schwierig. Ich habe mich im Moment fühle ich mich in Berlin eigentlich am wohlsten. So ist eigentlich, ich mag die Größe. Diese schöne, große, überwältigende, monströse Stadt. Was dürfen wir von dir noch erwarten? Jetzt so im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren? Im nächsten Jahr? Mhm. Zum Beispiel. Oder dieses Jahr noch? Einiges. Okay. Dann sind wir sehr gespannt und freuen uns, dass du der Preisträger 2016 vom Kleist-Preis bist. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank fürs